Ja, meine lieben Freunde, wunderschönen guten Tag. Herr Bruno ist wieder am Start und zwar mit der nächsten App-Review und zwar mit Stickman Death Room. Hat sowas wie Creative Killing, glaube ich. Das Problem ist bloß, wir können nicht viel machen. Das war's. Also, wir können nur die einzelnen Objekte hier ausprobieren, ihm den Schädel spalten und das auf verschiedensten Art und Weisen mit dem Bambusstock sogar. Was haben wir denn da unten? Gift oder was ist das hier? Da raucht erstmal und der kriegt jetzt hier, was ist das hier? Eistee? Ach so, da ist aber Gift da drinne. Und jetzt zersetzt er sich wahrscheinlich. Gut, oder der Kopf explodiert. Mehr ist beim Stickman ja manchmal nicht rauszuholen. Jetzt haben wir hier so eine Art Schwert oder Katana. Ja, es ist ein Katana. Systematisch gesplittet und in Einzelteile zerhackt. Und dann ist es da auch schon wieder so weit, wo wir auch schon beim Hacken sind. Da sprechen wir vom Hackbeil, vom Fleischerbeil. Haben ihm hier so eine Ninja-Durchsicht gegeben. Was haben wir denn hier? Karate-Tricks oder Martial Arts allgemein. Viel ist natürlich nicht rauszuholen. Was ist denn das hier? Kickboxer-Champion oder was? Voll in die Weichteile. Die sprechen sogar. Die Stickmans, die reden sogar. Da bin ich ja echt begeistert von. So, jetzt sind wir aber auch schon durch. How do you want him to... Was? Achso, was willst du nehmen, um ihn zu töten? Ja, okay, so kann man es natürlich auch sagen. So, langweilig. Dann war es das aber auch schon wieder, Freunde. So, jetzt sind wir einmal komplett durch. Und nach 1,5 Minuten ist die App eigentlich reviewed. Und das war's. Sinn und Zweck gibt es da nicht. Es ist lustig, aber es ist immer wieder dasselbe. Ja, und trotz alledem sage ich natürlich, wer Bock drauf hat, den Death Room mal auszuprobieren, der ist natürlich, Mensch, das wollte ich doch gar nicht. Stickman Death Room, genau das wollen wir nochmal sehen hier. Der ist natürlich herzlich dazu eingeladen, sich die App kostenlos aus dem Play Store herunterzuladen. Den Link findet ihr wie gewohnt bei mir in der Beschreibung. Was ist das jetzt hier eigentlich nochmal? Wirklich nur ein Eiertritt oder was ist da los? Er fragt nochmal ganz freundlich, ob er hier nicht raus könnte und er sagt, halt deinen Mund und dann war es das auch schon wieder. So, letzte Mal noch das mit dem Katana, das hat mir gut gefallen, finde ich schon schön. Und zack, ist vorbei. Ich wünsche euch damit viel Spaß und wir sehen uns auch hier wieder mal bei der nächsten App Review. Auf Wiederschauen.